Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. Jo, es sieht anscheinend so aus, als würde unser kleines, aber feines Gefängnis wachsen. Und ich frage mich, wo der Sound hin ist. Anscheinend ist es dem hier momentan zu ruhig. Ja klar, kümmern wir uns jetzt erst einmal um weitere... wo sind die Teile? Um weitere Zuschüsse. Zellblock B. Genau, Häftlingskapazität auf 50. Sollten wir schaffen. Da bauen wir einfach hier nochmal 3 Schlafsäle an. Dann passt die Sache. Und dann könnten wir... Gefängniswartung. Ja komm, machen wir. Sehr schön. So, wie gesagt, wir bauen hier erstmal ein paar weitere Zellen an. Läuft. Gut, solange jetzt alle schlafen, können wir gefahrlos hier ein Fundament hinsetzen. Genau so hin. Ja, du bündigst den Zugang, ist mir recht. Weißt du was, das klären wir mal ganz einfach mit Gefängnistüren. Damit hast du deinen Zugang und alles ist in Ordnung. Sehr schön, jetzt muss sich eigentlich nur noch einer darum kümmern. Wir brauchen dringend mal den Hausmeister. Dauert ja noch 2 Stunden und 52 Minuten. Na komm, Vollgas. Die sollen jetzt alle schlafen und gut ist. Haben wir es gleich? Jo, wir haben es. Also gut, dann tauschen wir hier mal die Wände aus und ziehen Wände ein. Sehr gut. Na komm, mach mal hinne. Natürlich können wir auch direkt schon mal die ganzen Bewässerungsgerätschaften da platzieren. Und auch Toiletten platzieren. Eins, zwei, drei. Na kommt Leute, einfach mal hereinspaziert. Ich glaube, die Wände habe ich bereits drin. Dann kommen hier nochmal ein paar Etagenbetten rein. Und die Sache läuft. Damit sollten wir uns unseren Zuschuss gesichert haben. Ja, du könntest ja auch mal die Türen aufmachen. Ich weiß, es ist noch ein Hof. Ist noch als Hof deklariert. Aber jetzt haben wir es gleich geändert. Nämlich jetzt. So, stromtechnisch sieht es noch relativ gut aus. Und eventuell könnte ich noch 1, 2 weitere Wachen gebrauchen. Die mir hier den Flur dreckig machen. So, mit 6 Wachen kann man sich schon mal wohler fühlen. Mal alles aufgemacht. So, gleich ist alles fertig. Wunderbar. Überall wird geschlafen. Dann können wir die Geschwindigkeit wieder reduzieren. Etwas ist fertig geworden, und zwar meine Reinigungskraft. Mit der Reinigungskraft können wir uns dann jetzt endlich mal... Wo ist denn das Teil hier? Putzmittelschrank 3x3. Ja gut. So ein kleines Teil reicht also. Jo, gut zu wissen. Naja, hier können wir mal einen größeren Putzmittelschrank machen. Und dann stellen wir noch... Wo sind sie denn? Hier, Hausmeister. Geht putzen. Das geht ja so nicht weiter. Hier hätte ich dann gerne auch mal einen Putzmittelschrank. Also demontiert mal das Ganze hier. Ich kann ja auch noch die Telefone hier hinsetzen. Das ist ja kein Problem. Aber ich bräuchte irgendwie mal einen Häftling. Häftling, ich meine Bauarbeiter. Guck mal, hier wird sauber geputzt. Nur haben wir da keine Sicht. Guck mal. Ich hoffe mal, das sind keine Doppelagenten oder sowas.
Aber schon gleich kann man wieder vom Fußboden essen. Das ist toll. Weißt du was, wenn wir mehr Telefonapparate haben? Ist ja auch halb so wild. Na komm, demontier mal. Wunderbar. So, dann können wir hier mal eine 3x3-Kammer hinsetzen. Markieren wir mal den Raum schon mal. Stromausfall? Nein. Täuscht nur. Naja, vielleicht sollten wir hier draußen ein paar Lampen platzieren. Kann man ja natürlich auch machen. Ach ja, muss von Wänden umkreist sein. Gut, so viel Platz brauchen wir also. Gut. Dann demontiert mir mal bitte das da. Etwas zügiger, wenn es geht. Dankeschön. So. Fundament. Beton. Genau hier hin. Da kommt natürlich eine Personaltür hin. Und vielleicht sollte ich hier irgendwo in den Außenbereich noch eine Toilette hinsetzen, damit die mir hier nicht überall hinpinkeln. Das machen die ja allzu gerne. Objekte. Personaltür. Ja, sobald die Personaltür platziert worden ist, passt alles. So, die eine Hantelbank können wir wieder hinsetzen. Genau hier hin. Ja, ein Hof ist da drin nicht. Das stimmt. Aber dafür ein Putzmittelschrank. Die wollten einen Putzmittelschrank rein. Eieieiei. Irgendwann können wir denen ja auch Arbeiten zuteilen, dann können die hier für mich aufwischen. Das passt dann schon. So, 45.000 haben wir. Gartenpflege über Bürokratie haben wir jetzt auch. Stellen Sie einen Gärtner ein. Nun gut, stellen wir einen Gärtner ein. Jo, einer reicht da. Und wir haben wieder Geld ohne Ende. Und wie vorhin festgestellt, wäre es vielleicht sinnvoll. Nee, Moment, hier nicht. Hier und da mal eine Lampe zu platzieren. Damit wir nachts draußen noch was sehen. Braucht ihr draußen Strom? Sieht fast danach aus. Naja, das sollte genügen. Hoffe ich. Strom haben wir noch eine ganze Menge und da kommen die neuen. Jetzt haben wir mittlerweile 33 von 50. Wer bist du denn? Matthew Segeek Levisqui? Sachbeschädigung 4 Jahre. Naja, wenn du meinst. So, schauen wir mal wieder nach neuen Zuschüssen. Vielleicht können wir uns da was. Zellblock C wird noch ein bisschen warten müssen. Sicherheitsstandard. Kann man machen. Eingewöhnung. Wäscherei etc. pp. Besserung durch Bildung, Personalgesundheit, Personalraum. Das war ja fast schon instant. Eingewöhnung und Engagement, Häftlingsgesundheit. Eine Krankenstation können wir ja bei Zeiten auch mal bauen. Nun, ich würde mal sagen, die Krankenstation kommt dann hier oben hin. Und eventuell könnten. Moment mal kurz. Vielleicht drehen wir den Sound ein bisschen lauter. Ist der denn so leise? Ist doch gleich viel besser, oder? Sehr schön. Jetzt hören wir auch den Regen. Dann platzieren wir hier nochmal ein paar Bänke. Und ein paar Tische. Dadurch werden ein paar Lampen entfernt, aber das macht ja nichts. Ah, guck mal, wie blitzblank die ganzen Gänge sind. Beim Direktor müsste mal jemand putzen. Nun gut. Dann brauchen wir noch ein Büro für den Sicherheitschef. Moment. 7x7. Jo, das reicht. So, da kommt dann noch eine Personaltür rein.
Damit ist da auch ein Zugang geschaffen. Die ziehen mir das jetzt mal hoch, dann können wir den Gang wieder ein bisschen länger machen. Und dann haben wir gleich einen Sicherheitschef. Ist ja eine richtige Versammlung hier draußen. Wenn ich der eine Wächter wäre, hätte ich eventuell ein bisschen Angst. Aber das sind ja alles zum Glück nur niedrige Sicherheitsstufen. Da seht ihr es, da haben die überall hingepinkelt. Vielleicht können wir hier irgendwie noch eine Toilette hinbauen. Muss ja gar nicht groß sein. Moment, reiß mal hier alles ab. Dann bauen wir hier eine Toilette hin. Na, hopp, hopp. Die eine Lampe, können wir hier auch mal demontieren. Dann kommt hier ein Fundament hin. Das sollte so ausreichend sein. Objekte, da nehmen wir einfach nur eine normale Tür, damit die da jederzeit rein können. Ich hoffe mal, die gehen da auch zum Pinkeln hin. So, ein Wasseranschluss wird da benötigt. Gut. Objekte. Weißt du was, bauen wir da einfach mal zwei Toiletten hin. Genau. So, und die Lampen, die jetzt übrig geblieben sind, können wir ja hier, da und hier irgendwie platzieren. Toiletten funktionieren. Sehr schön. So, das eine Büro ist da oben fertiggestellt. Also ziehen wir den Gang wieder länger. Da kommen wir mal so hin. Ein Zugang ist ja zum Glück gegeben. Die Mauern werden ja gleich abgerissen, von daher keine Probleme. Dauert nur ein paar Sekunden. Nö, anscheinend werden hier die Wände nicht abgerissen. Doch werden sie. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wunderbar. Dann kommt da wieder ein Büro rein. Büros. Eine Krankenstation natürlich. Hier erstmal ein Büro für den Sicherheitschef. Der benötigt natürlich seine Standardausrüstung. Schreibtisch. Stuhl. Und einen Aktenschrank. Und dann können wir auch einen Sicherheitschef engagieren. Sehr gut. Dann kommt hierhin die Krankenstation, würde ich behaupten. Kann ruhig ein bisschen größer werden. Wir müssen ja natürlich noch eine Leichenhalle dran bauen. Natürlich eine Personaltür. Weil da haben Unbefugte hier drin nichts verloren. So, wie viele Mauern sind jetzt wieder drauf gegangen? Die hier. Das wird dann direkt repariert. So, wie groß muss die Krankenstation denn sein? So groß eventuell? Ja, und da brauchen wir eigentlich nur Krankenbetten. 1, 2, 3. Wo ist denn die Leichenaufbewahrungsgerätschaft? Wo ist denn die? Kein Serviertisch. Das wäre ja ein bisschen, wie soll ich denn sagen, merkwürdig. L, Kühlschrank. Hier. Ja gut, dann ziehe ich hier die Mauer ein. Genau da, wo die Lampen sind.
Dann kommt da natürlich wieder eine Personaltür hin. Für unbefugte Betreten verboten. Wo ist jetzt meine Leichenhalle? Hier. Denn irgendwann werden wir auch Leichen benötigen. Naja, was heißt Leichen, aber für die Leichen brauchen wir dann diverse Utensilien. Ja, da haben wir schon mal für 6 Leichen vorgesorgt. Und jetzt können wir natürlich auch Ärzte einstellen. 2 braucht man. Aha, stellen Sie 10 Wachen ein. Das bekommen wir auch noch hin. Weil ein paar mehr oder weniger schaden da definitiv nicht. Genau, jetzt haben wir 10 von denen. Bürokratie. Oh, eingehender Anruf. Oh nein. In der Küche ist Feuer eingebaut. Aber was zur Hölle ist hier passiert? Ach du Schreck. Ein Absinken des Bodens hat einen Abschnitt unserer Außenmauer zerstört. Na super. Moment. Hier verrügeln. In der Zwischenzeit können wir hier die Mauer wieder hochziehen. Dann brennt es hier in der Küche. Wie könnte das denn passieren? Ja. Dann brauchen wir natürlich noch Sprinkleranlagen oder so ein Quatsch. Ach du Schreck. Notdienste. Dann holen wir ein paar Feuerwehrleute. Wie viele sind denn abgehauen? Ich habe hier irgendwo eine Wache in der Nähe. Also einem ist es gelungen abzuhauen. Moment, ist eine Wache in der Nähe? Vielleicht können wir den ja noch einfangen. Was rennst du denn da für einen komischen Umweg? Ach du Schreck. Komm schon. Ja, der entkommt uns. So, dann müssen wir euch mal in die Küche schicken. Und löscht dann mal. Oh, da ist ja nochmal einer. Wo kommt der denn her? Haben wir hier nochmal irgendwo einen Fluchtpunkt? Den können wir hoffentlich einfangen. Ja, einer ist bereits ausgebrochen. Passiert. Na, beeilt euch mal. Nee, den erwischen wir nicht. 2 Ausbrüche heute, gleich sind's 3. Ach du Schreck, das passiert, wenn man mit Ereignissen spielt. Oh, Moment mal kurz. Wir sind ein bisschen überfüllt, würde ich mal behaupten. 33 lieferst du mir gleich ein, natürlich. 3 ausgebrochen. Das ist schlecht. Nun gut, dann sollten wir mal für eine Umzäunung sorgen. Nun, ich wollte es so nicht, aber hey. Wenn ihr mir keine andere Wahl lässt, dann umzäunen wir das ganze Gebiet. Das wird zwar ein bisschen dauern und in der Zwischenzeit können wir da nichts anderes bauen. Aber es soll mir recht sein. Guck mal, da liegt wieder so ein Fetzen rum. Na, übertreiben brauchen wir es jetzt momentan nicht. Moment. Gehen wir mal von der Seite ran. So, auf die Art und Weise wird uns keiner mehr entkommen. Nee. Nun gut, ich glaube, die Feuerwehr kann ich dann mal zurückrufen. Na, herzlichen Glückwunsch. So, dann ziehen wir hier die Wände wieder ein.
während da noch alles repariert wird. Und das lehrt mich dann mal, in der Küche ein paar Sprinkler aufzustellen. Wo haben wir die denn? Hier vielleicht? Oder doch eher hier unter Objekten? Nun denn. 1, 2. Bei Wasser müsste ja da sein. Ist die Versorgungslinie durchtrennt worden? Ja, ist sie. Das könnte eventuell ein Problem werden. Strom ist noch da. Passt schon. Dann können wir den Strom noch weiter hier hochziehen. So, unser Sicherheitschef hockt hier rum. Und wir haben unsere ersten entkommenen Häftlinge. Und wir brauchen 11 weitere Zellen. Nicht gut. Aber wer hätte denn riechen können, dass uns hier direkt die Mauer kaputt geht? Dann müssen wir hier noch die Böden reparieren. Weißt du was? Ihr bekommt hier direkt mal einen Holzboden. Moment. Tür können wir wieder entriegeln. Ich hoffe mal, dass ich die kaputten Stellen da reparieren kann. Und in der Küche gönnen wir uns schon mal kein Beton, weiße Fliesen. Jo. Damit dürfte der Schaden dann größtenteils auch erledigt sein. Oder kann der Hausmeister hier alles sauber machen? Moment. Geh mal hier hin. Nee, haut nicht hin. Oh, oh, oh. Da bräuchten wir vielleicht so eine Art Rauchabzug. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug Mahlzeiten für alle. Wobei, hier steht ja noch einiges rum. Und wer nicht essen will, der hat selbst ein Problem. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, wie es hier weitergeht bei unserem Chaosknast, das erfahren wir dann im nächsten Part. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.